Angefragt bei Angedacht, heute mit Janina Kemper. Herzlich willkommen bei Angedacht mit Rüdiger Penzek. Entschleunigen, glauben, reden, leben. Hi. Hallo Janina. Du bist Lehrerin an einem Gymnasium und da frage ich mich doch gerade mal, hast du schulfrei? Nee, schulfrei habe ich nicht. Homeoffice. Wie sieht's aus, dein Alltag? Wir müssen den Schülerinnen und Schülern Aufgaben zur Verfügung stellen. Okay. Und das tun wir natürlich auch. Und im Optimalfall bieten wir denen auch die Möglichkeit zu Rückläufen an. Das heißt, wir versuchen schon auch im Austausch zu sein. Insbesondere natürlich gerade in der Abiturvorbereitung ist das super wichtig. Sind die Inhalte jetzt andere geworden? Hast du irgendwie so kreative Bonbons für die, dass die auch Bock haben, was alleine zu Hause zu machen? Ja, man versucht natürlich insbesondere auf Themen, die schon bekannt sind, zurückzugreifen, damit die Erarbeitung zu Hause möglichst gering ist. Und gerade so kreative Aufgaben helfen den Schülerinnen und Schülern natürlich auch, mit Motivation dabei zu sein. Was hält dich motiviert im Moment? Ein bisschen der Druck. Also gerade in Bezug auf die Abiturienten ist tatsächlich der Druck recht hoch, weil okay. Man möchte ja, dass die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit bekommen, einen möglichst guten Abschluss zu machen. Gibt es irgendwie etwas, wo du sagst, das war jetzt mal echt eine witzige Rückmeldung? Ja, wir haben jetzt gerade in meinem szenischen Darstellungskurs, das ist ein Wahlpflichtbereich, da arbeiten wir sehr viel im Bereich kreatives Schreiben, Theater. Und wir haben jetzt gerade uns mit einem Text von Markus Brandl auseinandergesetzt. Das ist ein Facebooker, der eigene Texte, freie Texte produziert. Ja, und den habe ich einfach mal angeschrieben und habe den gefragt, ey, wie sieht's aus? Kann ich deine Texte in meinem Unterricht verwenden? Da hat der dankend zugestimmt und er ist sogar in meiner alten Schule mal in den Unterricht gekommen und hat mit den Schülerinnen und Schülern über seine Texte gesprochen. Okay. Und da haben die jetzt gerade beispielsweise einen Text behandelt, der heißt 50 Fragen an das Jahr 2016. Und da mussten die Schülerinnen und Schüler dann nach dieser Vorlage einen eigenen Text verfassen. 25 Fragen an das Jahr 2020. Da sind ganz spannende Ergebnisse bei rausgekommen. Das glaube ich. Weil man merkt, mit wie vielen unterschiedlichen Dingen die sich einfach beschäftigen. Ne? Es waren Texte, die sich um Corona gedreht haben natürlich, aber es waren auch ganz viele andere Ereignisse von 2020, wo man sich immer denkt, ach Klässler, das nehmen die doch vielleicht noch gar nicht so wahr, was da alles auf der Welt passiert. Aber das ist schon bewegend zu sehen, was die Kinder da so bewegt. Okay. Das hat mich sehr erfreut, dass die da auch so offen waren in allem, was sie bewegt. Und ich meine, spannend ist ja, dass du den Kindern oder Jugendlichen ein Forum bietest. Mhm. Ja, weil die ja ganz oft selber gar nicht wissen, dass das in denen drin steckt. Wenn man die das erste Mal schreiben lässt, dann ist bei den meisten die Reaktion immer erstmal, was soll ich denn jetzt schreiben? Ja, schreib doch einfach mal auf, was dich beschäftigt. Und dann sind die so, aber wie denn jetzt konkret? Ja, wie konkret? Wie soll ich dir sagen, was dich beschäftigt? Und denen erstmal diesen Raum zu geben, das ist ja was der Regelunterricht, also im Deutschunterricht beispielsweise, ist da selten Platz für sowas. Okay. Weil da geht es dann halt eben darum, dass die lernen, ne, Gedichte zu analysieren. Und da ist man deutlich eingeschränkter, als das jetzt beispielsweise im Literaturunterricht oder eben in diesem SD-Unterricht der Fall ist. Was hält dein Herz fest in diesen Tagen? Die Hoffnung, dass das alles wieder besser wird und dass wir dann, glaube ich, viel bewusster und achtsamer durch unseren Alltag wieder gehen. Ich hoffe, dass das eine ganze Zeit lang anhält. Damit enden wir. Vielen herzlichen Dank. Namaste. Namaste. Das war Angedacht mit Rüb, was dein Leben reicher macht. Auf bald.